Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Lange gab es schon kein Q&A mehr für euch. Ich mache mal regelmäßig Fragerunden auf Instagram, aber da das Publikum nicht komplett deckungsgleich ist, habe ich gedacht, ich will euch mal nicht außen vor lassen. Und ganz wichtig, wir nutzen dieses Video gleich für das nächste Q&A. Also, solltet ihr Fragen an mich haben, dann haut eure Fragen direkt unten in die Kommentare. Umme ist am Durchdrehen und wir fangen einfach mal an. Aber du sollst jetzt hier nicht rumfiepen. Kannst du mal deinen Hund zu dir holen? Ja. Das ist hier ideale Video. Der Hund ist am Rumfiepen und unser Nachbar hat gerade beschlossen, Party zu machen. Das ist mir doch nicht. Komm, nimm den Bumsklumpen mit. Komm mit. Das Schlimme ist, er bumst gar nicht, er hält ihn nur fest. Er klammert. Komm. Das Video ist jetzt schon legendär. Jo. So. Okay. Und zwar, ich werde einfach mal random ein paar Fragen raussuchen. Ich habe eine Fragerunde gestartet und ich fand, da war ein paar gute dabei. Und zwar, fragt der Florian, 3,75 Nanogramm pro Milliliter Testo als 24-Jähriger, Kacke oder Chance auf THT? Ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr oft bekomme. Die Leute schicken mir sehr oft ihre Blutwerte und oft sind auch niedrige Testosteronwerte mit dabei. Und dann werde ich halt immer gefragt, ja, muss ich damit schon eine THT haben oder nicht? Euch müssen ein paar Dinge bewusst sein. Euer Testosteronwert, der schwankt enorm. Sei es von der Tageszeit abhängig, davon abhängig, ob ihr einen Tag vorher sehr schwer trainiert habt, wie habt ihr geschlafen, wie ist euer Stresslevel, etc. Ja, wie ist eure Versorgung mit Vitamin D, wie fett seid ihr und so weiter. Heißt, solltet ihr mit 3,75 Nanogramm pro Milliliter, ist er je nach Labor im untersten Referenzbereich oder vielleicht sogar schon draußen, kriegt man erstmal ein bisschen Panik, muss aber überhaupt nichts bedeuten. Ja, heißt, erstmal Lebensumstände checken, ist da alles gut, kann ich da noch was optimieren, den Testosteronwert auf jeden Fall mal öfter bestimmen lassen. Ja, sollte er sich konstant niedrig in dem Bereich befinden, dann am besten mit einem gescheiten Endokrinologen zusammensetzen, das Ganze besprechen und dann kann man auch eine THT in Betracht ziehen. Ja? Aber keine voreiligen Schlüsse ziehen, nur weil euer Testosteronwert mal niedrig ist, muss das nicht heißen, dass er dauerhaft niedrig ist. Okay, so. Noch eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme von Diabetikern. Ja? Ihr wisst, im Bodybuilding wird Insulin sehr breit getreten und von sehr vielen Bodybuildern benutzt, um Muskelaufbau und vor allen Dingen auch Muskelerhalt und auch Optik zu verbessern. Ja, bei den ganzen Bodybuildern handelt es sich in der Regel natürlich nicht um Diabetiker. Also es ist eine etwas andere Sache. Jetzt ist die Sache natürlich naheliegend für jemand, der sowieso auf Insulin angewiesen ist. Kann derjenige nicht auch das Insulin nutzen für sich, um seinen Muskelaufbau zu optimieren? Und ja, das geht. Ganz wichtig, ihr könnt euch das so vorstellen, je dichter euer Blutzucker an euren nüchternen Blutzuckerwerten ist, ja, umso aufnahmefähiger ist eure Muskelzelle für Glukose. Und das könnt ihr euch zu Nutzen machen. Ja. Heißt, wenn ihr es schafft, euer Insulin perfekt einzustellen, dass ihr vor jeder Mahlzeit euer Blutzuckerspiegel kurz über nüchtern Wert habt, dann wird eure Kohlenhydratverwertung einfach deutlich besser funktionieren. Ihr Diabetiker unter euch, ihr kennt das, gerade wenn ihr mal leicht in den Unterzucker gefallen seid sogar und dann eine Mahlzeit esst, dann werdet ihr danach deutlich praller sein. Ihr werdet hungrig und die Nährstoffaufnahme ist einfach besser. Ist natürlich eine Gratwanderung, die sehr schwierig ist. Die Richtwerte für nüchtern Blutzuckerwerte und allgemein auch die HbA1c-Werte für Diabetiker sind deutlich höher als bei Nicht-Diabetikern. Da ist natürlich immer so eine Sicherheitstoleranz mit dran, weil man natürlich eine unnötige Unterzuckerung vermeiden möchte. Allerdings, wenn ihr sowieso Bodybuilder seid, ihr eure Ernährung minutiös geplant habt, was die meisten Diabetiker nicht haben, dann könnt ihr euer Insulin für euch selber so einstellen, dass ihr dadurch auch einen Nutzen für den Aufbau habt. Also ja, ist möglich. So. Ist das zu laut rum? Okay. Ist gut. muss ich keine Musik einfügen? auch eine Frage, die ich sehr oft bekomme.
Ich lese mal einmal die Frage vor, aber dann einmal allgemein was dazu. Meinung zu trennen Hexa versus Acetat. Ja, also jetzt haben wir hier im Endeffekt einen Wirkstoff Trenbolon und zwei verschiedene Ester. Grundsätzlich ist jeder Wirkstoff erstmal dieser Wirkstoff. Der Ester, der gibt im Endeffekt, oder Ester gibt nichts anderes vor, als die Geschwindigkeit, in der der Wirkstoff ins Blut abgegeben wird. Je länger die Halbwertszeit eures Esters ist, oder Esters ist, ich weiß nicht, wie das Wort heißt, umso schwerer ist das anteilige Gewicht des Esters. Heißt, wenn ihr jetzt ein Trenbolon-Acetat mit einem Trenbolon-Inertat vergleicht, jeweils 100 Milligramm, dann habt ihr bei 100 Milligramm Trenbolon-Acetat, weil die Halbwertszeit kürzer ist, insgesamt mehr Trenbolon-Anteil und weniger Ester-Anteil. Heißt, der einzige richtige Unterschied ist somit im Endeffekt nur das Timing und die Gesamtwirkstoffmenge ist eine unterschiedliche. Wenn ihr das mit einbezieht, dann ist die Esterwahl relativ egal. Ich persönlich bin kein Freund von Tren-H, weil es einfach unverhältnismäßig viel teurer ist. Ja. So. Okay. Eine Frage, die wir im letzten Video schon kurz angesprochen haben. Ist das Synthol, das du gerade testest, eigentlich in Deutschland verboten? Nein. Bei dem Synthol handelt es sich nur um ein Gemisch aus Ölen mit Benzylalkohol. Dementsprechend ist da nichts drin. Es ist natürlich nicht zu Injektionszwecken geeignet. So. Ich muss hier mal ein bisschen durchgucken. Es sind natürlich sehr viele Fragen, die ich ein bisschen aussortieren möchte. Okay, auch eine Frage, die sehr oft kommt. Der Frank fragt, Schweiß riecht beim Sport stark nach Ammoniak. Zu viel Protein oder zu wenig Carbs? Eventuell sowohl als auch. Ja, wenn ihr Ammoniakgeruch im Schweiß habt, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass gerade Protein zur Energiebereitstellung rangezogen wird. Und das ist so ein Zustand, den ihr auf gar keinen Fall eigentlich haben wollt. Also Protein, in dem Falle Muskelgewebe, ist ist das Letzte, was ihr verbrennen wollt, um Energie für euren Körper bereitzustellen. Dementsprechend seid schlau im Training. ERAs zuführen mit Clusterdextrin zum Beispiel oder einfach vor dem Training vernünftig essen und in der Diät solltet ihr sehr low carb sein, schauen, dass ihr die Fette nicht zu niedrig haltet. Okay, so. Ein Klassiker ist übrigens beim Cardio. Ja, wenn ihr beim Cardio auf einmal anfängt nach Ammoniak zu stinken, dann solltet ihr das Cardio mal unterbrechen. Schöne Frage. Eine Frage zu meinem Invictus GDA, ja, meinem Glucose Disposal Agent. Halbwertszeit von Invictus GDA gibt es nicht, da es ja mehr als einen Inhaltsstoff gibt. Ja. Allerdings haben wir mit Berberin ungefähr eine Wirkzeit von roundabout 6 Stunden. Heißt, wenn ihr quasi im 6-Stunden-Takt zu den größten Mahlzeiten nehmt, seid ihr in der Regel am besten damit. Ja. Grundsätzlich werde ich vielleicht nochmal ein Q&A rund um meinen Invictus machen. Gerade zur Einnahme sind da sehr viele Fragen. Wie viel Invictus zu wie viel Gramm Kohlenhydraten, muss ich mich an die Packungsbeilage halten und so weiter. Ich glaube, da werde ich noch mal ein eigenes Video zu machen, weil da gibt es schon noch ein paar Fragen. So, ich werde die Frage ein bisschen umformulieren. Und zwar, ihr wisst, ich bin ein großer Verfechter von sehr vielen Supplements, die Blutwerte steuern. Ja, sei es ein Citrus-Bergamot für euer Cholesterinprofil, sei es ein Kidney Plus, um die Nierenfunktion GFR und Co. anzuregen auf Astragalus-Basis, sei es Ubiquinol fürs Herz und so weiter. Ja, und jetzt kriege ich sehr oft die Frage, ob diese Supplements auch für Netties ein Muss sind. Und da muss man ganz klar differenzieren, warum das Ganze eingenommen wird. Wird das präventiv eingenommen, um vielleicht Atherosklerose zu verhindern im Alter? Oder wird es eingenommen, um akut etwas gegenzuwirken? Ja? Und diese ganzen Supplements sind zu 90% dafür geschaffen. Wir sind eine Bodybuilding-Firma. Wir richten uns vor allen Dingen an schwere Athleten, die unterstützen, die Steroide konsumieren, wenn wir es so sagen wollen. Denen wollen wir damit helfen. Ja? Also der Otto-Normalverbraucher, der Mitte 20 ist, Sport treibt, gesund ist und natural unterwegs ist, der wird höchstwahrscheinlich nichts für sein Cholesterinprofil tun müssen und sollte sein Geld lieber in ein vernünftiges Whey-Protein und Kreatin, vielleicht noch ein Beta-Alanin und gutes Multivitamin investieren. Ja. Derjenige, der sich aber Tren, Winstrol und Droster klatscht,
ja, und seine Ernährung vielleicht nicht im Griff hat, der sollte vielleicht ein bisschen weniger für Whey ausgeben, ja, und sich stattdessen, oder ein bisschen weniger für Trennen ausgeben, und stattdessen was für seine Gesundheit tun, ja. Also klar, solltet ihr ein Problem haben, solltet ihr vielleicht genetisch vorbelastet sein, ihr habt ein verschlechtertes Cholesterinprofil, auch Netty, dann sind das Supplements, die euch natürlich helfen können, ja, für gesunde Menschen, gesunde Sportler, wie es der Großteil von euch ist, ist das natürlich ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Ich will nicht sagen, es bringt nichts, protektiv, immer eine gute Sache, aber Kosten-Nutzen-Rechnung ist eigentlich nur gegeben, wenn ihr schlechte Werte habt, aus welchem Grund auch immer. Das ist volles Anti-Marketing-Video. Ich verdiene hier gar nichts. Wenn ihr mir trotzdem Geld in den Rachen werfen wollt, ja, dann könnt ihr das gerne mit Max10 auf big-zone.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr mein Invictus GDA kauft. Auf dieses Produkt bin ich wirklich sehr, sehr stolz. Ansonsten könnt ihr natürlich auch mit Max10 bei gigasnutrition.com einkaufen. Und wie gesagt, denkt dran, haut in die Kommentare eure Fragen. Das nächste Q&A gehe ich nur auf YouTube-Kommentare ein. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.